Hey Leute, ich habe heute ein neues Video für euch. Und zwar haben sich eine Freundin und ich uns gedacht, wir haben so viel Zeug von DM, sei es Duschbad, Shampoo, Spülung, Make-up, Concealer, whatever. Ist egal welche Kategorie, wir haben einfach zu viel davon. Und wir haben uns halt überlegt, ja, wie wollen wir das alles aufbrauchen, wenn wir eh immer wieder neuen Scheiß kaufen, den wir eigentlich gar nicht brauchen, weil wir hunderte von Duschgelen zu Hause haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, wir machen so eine Minimalismus-DM-Müller-Allgemein-Drogeriemarkt-Challenge. Und ja, ich wollte euch dazu aufrufen, gerne mitzumachen. Wenn ihr gern mitmachen wollt und eure Sachen minimieren wollt, es muss jetzt nicht so dieses typische Minimalismus sein, nur halt, dass man von seinen, keine Ahnung, 80 Duschgelen, die ich habe, oder 60 oder 70, keine Ahnung, dass ich dann halt am Ende nur noch 20 oder so übrig habe und standhaft geblieben bin, dass ich mir keine neuen gekauft habe. Nur weil Limited Edition draufsteht und mir das Aussehen von dem Duschgel gefällt. Und ja, die Challenge geht bis zum 14.06.2018, also etwas weniger wie ein Jahr. Und ja, wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich werde auch nochmal auf Instagram und Snapchat und sowas dazu posten. Und ihr könnt mir auch gerne bei Instagram direkt oder so schreiben, wenn ihr mitmachen wollt. Dann machen wir nämlich eine WhatsApp-Gruppe auf. Und ja, wir haben uns auch schon ein paar Regeln sozusagen überlegt. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn einige von euch da mitmachen würden. Weil es ist eigentlich eine ganz coole Sache und wenn man so, ja, mehrere Leute ist, dann geht das, denke ich mal, einfacher, weil man sich, Ruhe, dann kann man sich einfacher motivieren. Und ja, ich denke mal, das ist dann wesentlich einfacher, als wenn wir zu zweit alleine versuchen, irgendwie das hinzukriegen, weil wir uns eher mehr dazu verleiten würden, denke ich mal, Neues zu kaufen. Weil jeder irgendwas anderes hat und jeder will wieder irgendwas anderes haben, was der andere noch übrig hat sozusagen. Und ja, immer so weiter. Ihr kennt das. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn da einige von euch vielleicht mitmachen würden. Und deswegen werden auf meinem Kanal eher dann Aufgebraucht-Videos, denke ich mal, kommen und andere Videos, anstatt die typischen DM-Hauls und sowas. Sonst, wenn ein Haul kommt, dann eher höchstens halt Kleidung oder Putzsachen oder Essenssachen, wenn euch das interessiert. Und dann will ich auch, denke ich mal, mit Vlogs anfangen. Und ja, also wenn ihr Bock drauf habt, da mitzumachen, schreibt mir liebend gern. Ich würde mich mega drüber freuen, wenn ein paar von euch mitmachen, weil dann geht das Ganze natürlich einfacher von der Hand. Und ja, das war's eigentlich auch schon und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!